Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Boote und Technik. Ich bin Frank und betreibe die Webseite yachtgutachten.eu. Und äh, ja, seit März des letzten Jahres leben Heiko und ich auf unserer Manatee, einer Bavaria 47 Ocean. Und äh, gegenwärtig liegen wir in Porto Santo, das ist die kleine Nachbarinsel von Madeira. Hier fühlen wir uns verdammt wohl, arbeiten ein bisschen, genießen die Insel, gehen baden, äh, die Sonne und versuchen jetzt mal in den nächsten Wochen unser Schiff rauszubringen, um das Unterwasserschiff zu erneuern. Aber in dieser Folge werfen wir einfach noch mal gemeinsam einen Blick in unseren Motorraum und ich erzähle euch im Grunde warum wir uns für den Einbau eines Dieselgenerators entschieden haben. Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten, auf einem Boot Energiequellen zu schaffen, Solar, Wind und einiges mehr. Wir haben uns ganz konkret für den Einbau eines Dieselgenerators entschieden und den Grund möchte ich ganz gerne in diesem Podcast einmal auflösen. Aber das Thema schwingt ja auch. Um das große ganze Thema Energiemanagement auf Boten sozusagen mit. Und dieses Thema Energiemanagement ist für mich ganz persönlich ein Herzthema. Und deswegen starte ich jetzt mal das Thema Energiemanagement mit dieser Podcast-Folge. Das heißt, mit dem Einbau des Dieselgenerators. Erstens, weil es noch ganz gut zu dem Thema Motorraum passt und zum zweiten mal ja, das große Thema Energiemanagement öffnet und ich werde dann um dieses Thema herum ja viele kleine übersichtliche Podcast Folgen produzieren, äh, die dann sich an der Struktur langhangeln, die ich eingangs mal in meinem äh, Einführungspodcast aufgemacht habe. Ja, legen wir mal los. Also, Thema Tagestank. Ich hatte ja im letzten Podcast darüber berichtet, wie groß unser Motorraum ist. Ich erinnere nochmal, ein Volumen von ca. 3 Kubikmeter. Und äh, wer die Vorstellungskraft besitzt und sich das einfach mal so ein wenig ähm, ja, in die Gegenwart ruft und sich in drei Kubikmeter Raum reinversetzen kann, äh, wird verstehen, dass da noch eine Menge Platz ist. Werfseitig war ja dann noch nicht so viel eingebaut, der Motor war drin, die Aggregate waren drin. Und ich habe ja im letzten Podcast erzählt, dass ich das Ganze noch äh, aufgerüstet habe mit einem Tagestank, 110 Liter Tagestank, der im Motorraum eingebaut ist. Trotzdem war noch genügend Platz. Werfzeitig wurde in unserer Manatee auch schon ein zweites Seeventil eingebaut, was ich natürlich praktisch fand, sogar mit einem Y-Abgang. Ich weiß nicht genau, wofür das Seeventil eingebaut wurde. Ich weiß auch nicht, ob der Voreigner das bestellt hat klar bietet sich an für wassermacher bietet sich an für generator insofern schon mal gute voraussetzungen äh, dort einen generator zu installieren aber was war genau die motivation ja etwas über äh, doch 7000 euro zu investieren für unseren generator für den einbau und auch für die abnahme durch fischer panda das ganze möchte ich hier Mal auflösen, aber ich beginne mal mit der Ausgangssituation, wie wir denn gestartet sind, also im letzten Jahr 2020 äh, auf unsere Langfahrt. Wir hatten folgende Stromquellen zur Verfügung: natürlich Landstrom. Und äh, vor unserer Langfahrt habe ich praktisch unsere Manatee ja nachgerüstet mit einem Mastervolt Mars Kombi-Gerät. Das ist ein Gerät, ähm, womit man praktisch laden kann, aber auch inverten kann, also invertieren kann von 12 auf 230 Volt. Und habe mich damals für ein doch recht leistungsfähiges Gerät entschieden. Ähm, ich äh, bin bei der Spannung 12 Volt geblieben. Von der Leistung, der Inverterleistung her, äh, sprechen wir hier von circa 2 kW. Und vom Ladestrom sprechen wir hier von 100 Ampere. Also der Mars-Kombi hat exakt die Bezeichnung 12-2200-100. Ich gehe etwas später nochmal detaillierter auf dieses Gerät ein, weil es ja doch so eine Art, ja, es ist das Herz in diesem ganzen Energiemanagement. Und spielt doch schon eine sehr gewichtige Rolle. Als zweite Stromquelle haben wir beim Start unserer Langfahrt die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine am Dieselmotor, das ist äh, immer noch das originale Modell. 60 Ampere kann die Lichtmaschine liefern, bei natürlich hoher Drehzahl. Und. Ähm, Zudem war von Anfang an äh, ein, eine Trenndiode eingebaut, um praktisch von der Lichtmaschine einmal den Ladestrom getrennt auf den Starterakku zu führen und auf die Servicebank. Denke ich, ganz normale Installation wird sich wahrscheinlich in vielen äh, der Boote wiederfinden. Vor unserer Langfahrt habe ich mir Gedanken gemacht, was es noch an Ausrüstung bedarf. Wir hatten uns damals entschieden, auf dem zur Verfügung stehenden Platz auf unserer Manatee an Deck noch so Solarpaneelen nachzurüsten. Und wir wollten auch unbedingt noch einen Windgenerator installieren. Ich werde zu diesem Thema Windgenerator und Solarpaneelen auch nochmal einen extra Podcast äh, Produzieren, weil ich finde das Thema einfach ziemlich spannend, wenn man mal detailliert reinguckt in die Unterschiede der auf dem Markt äh, angebotenen Windgeneratoren und äh, was man denn auch beachten muss bei der Installation. Ich habe das komplett selber installiert und in Betrieb genommen und natürlich meine äh, Erfahrungen damit gesammelt und das möchte ich ganz gern auch nochmal nach außen transportieren, um vielleicht mit euch darüber ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, aber eben auch mein Wissen einfach ja, zu multiplizieren. An diesem äh, Silent Wind Laderegler, wo praktisch unser Windgenerator angeschlossen ist, kann man im Grunde auch noch Solarmodule mit anschließen. Das ist so vorgesehen und das haben wir gemacht. Und das sind im Prinzip zwei Energiequellen oder Stromquellen, die ich einfach hier noch äh, mit benennen möchte. Uh, Fass nochmal zusammen. Landstrom mit unserem Mastervolt Mars Kombi, 60 Ampere Original Lichtmaschine an unserem Dieselmotor und dann natürlich den Silent Wind Generator, nebst ähm, äh, fünf, zwei unterbelüfteten 35 Watt Solarmodulen, die ebenfalls am Silent Wind -Lade Laderegler angeschlossen sind. Last but not least haben wir uns vor unserer Langfahrt noch ein, ja, ich nenne es mal, Notstromaggregat angeschafft. Das war ein Benzingenerator Honda 20i. Ja, ihr hört schon, das war. <laughs> den hatten wir mit auf unserer Reise, hatten wir auch oft im Betrieb und das war im Prinzip so unsere Ausgangssituation, mit der wir gestartet sind an den vorhandenen Stromquellen. Als Energiespeicher Ausgangssituation Energiespeicher äh, relativ äh, übersichtlich Wir hatten den Starter Akku von vetos mit 110 Ampere Stunden und drei parallel geschaltete Vetus Akkus Das sind diese Vetus Marine Akkus mit je 125 Ampere Stunden Die Verbraucher die wir an Bord haben hatten haben wir haben sie eigentlich alle noch möchte ich mal unterteilen in Verbraucher 230 Volt und 12 Volt Spannung. Ich starte mal mit den Verbrauchern unserer äh, 230 Volt Kategorie. Also, am Bord befindet sich ein Wasserboiler äh, für warmes Wasser. Äh, dieser ist natürlich auch mit dem Motor gekoppelt, so dass das Kühlwasser des Motors, wenn man den Motor im Betrieb hat, den am Warmwasserboiler auch sehr effizient heizt. Und im Grunde ist dort auch eine, ein Heizstab drin, der mit 0,8 kW dann auch in der Lage ist, über den Landstrom oder andere Möglichkeiten den Wasserboiler zu erwärmen. Wir haben ein Rainman-Wassermacher gekauft. Wenn man den in Betrieb setzt mit 230 Volt-Betrieben, produziert er doch ganz stolze 130 Liter frisches Wasser pro Stunde. Aber. Er braucht dafür ungefähr 1,6 KW. Wir haben uns dann zusätzlich für eine Induktionsherdplatte zum Kochen entschieden. Wir kochen sehr gern abends unser Abendessen selbst und im Grunde wollten wir uns ein bisschen unabhängig machen von Gas. Wir haben an Bord leider nur. Die Butangasflaschen, das sind diese kleinen blauen, 2,8 Liter Flaschen, klar, die bekommt man weltweit, sind aber nicht ganz billig und es ist ja auch immer eine Frage der Sicherheit, diese Flaschen erstens zu transportieren, in Betrieb zu halten, also die, die Gasanlage in Betrieb zu halten. Deswegen setzen wir doch mehr und mehr auf Induktion. Und unser Induktionsfeld, was wir praktisch mitgenommen haben, ja, liegt so bei einer Leistungsaufnahme von ca. 2 kW. Ja, unsere Kaffeemaschine, das ist auch ein Gerät, welches wir natürlich jeden Tag im Betrieb haben. Wir kochen uns jeden Morgen frischen Bohnenkaffee. Und diese Kaffeemaschine möchte dafür auch 1,1 kW äh, auf Basis von 230 Volt zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, das muss man dann einfach berücksichtigen in seiner Energiebilanz. Ein Brotbackautomat haben wir auch mit eingepackt. Der ist nicht ganz so oft im Betrieb, aber wenn wir ihn dann äh, zum frischen Brotbacken nutzen, braucht dieser auch 0,6 kW. Das dann ungefähr zweieinhalb Stunden lang. Ja. Nicht ganz ähm, zu vernachlässigen. Was haben wir noch? Wir haben einen Föhn an Bord. Klar, braucht man mit 1,2 kW, damit die Haare immer schön sitzen. Und für die ganzen elektrischen Zahnbürsten, Rasierapparat, was man so alles an Bord hat, äh, gibt es natürlich auch etliche Ladegeräte, die an, in inverter angeschlossen sind und über die Steckdosen versorgt werden in den Badezimmern sozusagen. Wir haben ein Ladegerät für unseren Staubsauger, wir haben ein Ladegerät für unser Internetradio und äh, wie ich im Podcast für über die Kommunikations- und Navigationstechnik schon ausgeführt habe, nutzen wir auf unserer Manatee auch einen äh, 26 Zoll Full HD-Monitor für unseren Bord-PC, äh, den wir auch ab und zu mal zum entspannten Fernsehen äh, nutzen. Und dieser benötigt auch 0,3 kW bei 230 Volt Spannung. Nicht zu vergessen die Versorgung unserer Laptops. Heike arbeitet mit äh, einem sehr leistungsfähigen Apple-Computer, ich arbeite mit meinem sehr leistungsfähigen Asus-Computer. Wir haben einen Board-PC an Bord. Ähm, das sind alles noch Geräte mit 230 Volt Netzanschluss und die müssen ja auch regelmäßig mit Strom bzw. Spannung versorgt werden. Ja, wie ich finde, doch eine ganz beachtliche Leistung. Ähm, Beachtliche Liste, wollte ich sagen, eine ganz beachtliche Liste an 230 Volt Geräten. Nicht zu vergessen natürlich auch die Ladegeräte, die mit 230 Volt letztendlich arbeiten. Das ist unser schon erwähnter Mastervolt-Kombi. Das sind noch zwei Victron Energy Akkuladegeräte, die wir nutzen. Also das sind doch, denke ich mal, das ist eine erhebliche Liste an 230 Volt Geräten und wir möchten im Grunde darauf auch überhaupt nicht verzichten. Also im zweiten Jahr unserer Langfahrt lässt sich für uns im Grunde ja feststellen, wir können keins dieser Geräte von der Liste bedenkenlos streichen. Und es geht immer wieder rein in das Thema Komfort an Bord. Und wir sind ja hier zu Hause auf unserer Manatee, leben auf dem Boot und haben die Vorstellung, auch diesen Komfort so für uns zu genießen. Ja, was bleibt uns da übrig? Im Grunde diesen liebgewonnenen Komfort. In Form der Geräte in unsere Energieplanung mit einzuplanen und zu berücksichtigen. Und das haben wir letztendlich auch gemacht. Nun, die Liste der 12-Volt-Verbraucher, ich glaube, das spare ich mir mal jetzt hier im Podcast aufzuzählen. Das kann sich jeder vorstellen. Die größten Verbraucher letztendlich an Bord sind natürlich der Kühlschrank, die Kühlbox, die wir betreiben. Wenn man Erdmale segelt, ist es natürlich die, die Selbststeueranlage, der Autopilot sozusagen. Aber auch das Radargerät, die ganze Navigationstechnik, die wir betreiben, wenn wir Erdmale segeln. Also da kommt... Einiges zusammen. Ich kann das hier mal so grob zusammenfassen. Wir haben zwei Zustände: einmal der Zustand unter Etmal. Äh, da sprechen wir hier von 20 Ampere, die im Grunde ständig fließen an Bord. Und das bedeutet dann schon einen, eine Kapazität von 480 Amperestunden an einem Tag, die unsere Manater aufnimmt. Aber betrachten wir doch einfach mal den Zustand unter Anker, also auf, an einer schönen Ankerbucht unter Anker. Da sind es ja statistisch gemittelt ca. 12 Ampere, die wir verbrauchen. Das klingt auch doch recht anständig, aber es ist so. Sicherlich lassen sich da noch einige Potenziale definieren, um Einsparungen vorzunehmen. Aber wie gesagt, das Thema Komfort ist uns wichtig und wir wollen ja auf dem Schiff leben und arbeiten. Und daher brauchen wir einfach diesen Strom. Und 12 Ampere vor Anker, das äh, sage ich mal statistisch gesehen über 24 Stunden, bedeutet, wir haben hier einen Verbrauch von 288 Ampere Stunden an einem Tag. Und das muss irgendwie ja... In der Energiebilanz berücksichtigt werden. Wir hatten vor unserem Lithium-Projekt die drei parallel geschalteten 125 Ampere-Stunden-Akkus als Service-Block. Also 375 Ampere-Stunden-Kapazität, ja, theoretische Kapazität, wovon die tatsächliche Nutzkapazität ja, circa nur bei 110, ja, 100 Ampere-Stunden lag. Und äh, dass wir mit dieser Akkulösung nicht glücklich waren, ja, das kann sich sicherlich jeder an dieser Stelle auch leicht vorstellen. Und äh, deshalb äh, mussten wir da auch deutlich aufrüsten. Und äh, meine Gedanken lagen zuerst auf der ganzen konzeptionellen Schiene. Also, wir suchten einen konzeptionellen Ansatz, eine entsprechende Akkubank, auch regelmäßig wieder vollzuladen. Ich meine, wenn ich so viel Strom verbrauche, dann äh, nützt mir natürlich ein Riesenakku auch nicht viel. Klar, da kann ich das äh, über Tage hinausziehen, aber am Ende des Tages muss der Akku wieder aufgeladen werden, um die Energiebilanz auszugleichen. Und das war für uns eigentlich ganz wichtig äh, in diesem ganzen Diskussions- und auch Denkprozess äh, über das Energiemanagement auf unserer MANA-Themen. Die Zielsetzung war dabei von Anfang an möglichst lange unabhängig zu sein. Also konkret möglichst lange am Anker in einer schönen Bucht liegen zu können. Die Frage wirft sich auf, was bedeutet eigentlich lange? Für uns bedeutet lange, dass wir mindestens einen Monat oder besser sogar mehrere Monate autark irgendwo an einer Bucht vor Anker oder an einer Ankerboje liegen können. Daher machten wir uns Gedanken und gingen letztendlich immer von einer nutzbaren Akkukapazität von mindestens 500 Ampere Stunden aus. Ja, darüber kann man diskutieren, ob äh, die nutzbare Akkukapazität von 500 Ampere Stunden bei dieser äh, Energiebilanz äh, das richtige Maß ist. Äh, für uns hat es gepasst. Und aus dem Erfahrungspotenzial, was wir jetzt schöpfen, passt es auch noch wunderbar. Und anfänglich schwanken wir einfach so ein bisschen zwischen: ja, bauen wir uns jetzt hier nochmal eine neue AGM-Bank ein oder eine neue Gel Bank. Oder wie sieht es denn mit Lithium generell aus? Und ganz klar, bei Gel und AGM kann man nur 50% der Kapper. Der, der, der angegebenen Kapazität nutzen. Bei Lithium sind es äh, ca. 80 Prozent. Insofern, äh, das Thema möchte ich aber ganz gern in einem doch nächsten Podcast nochmal tiefer beleuchten, da geht es darum, äh, warum haben wir uns für Lithium entschieden, für welche Lithiumbank haben wir uns entschieden, äh, was tun wir, um diese Lithiumbank, sage ich mal, sicher zu laden, ähm, was sind die, ähm, die Strommöglichkeiten äh, eines Lithiumakkus und und und, da werde ich ganz tief nochmal drauf einsteigen, äh, alle Fakten, die zur Entscheidung geführt haben, aber Generell über das Projekt werde ich in meinem nächsten Podcast sehr ausführlich berichten. Ja, aber konzeptionell war nun die Frage zu klären, wie lade ich regelmäßig, also wir sprechen hier von 24 bis 48 Stunden, einen Akku mit einer doch Nutzkapazität von 500 Ampere Stunden. Ja, wie lade ich den wieder auf? Und bei unserem durchschnittlichen Tagesverbrauch von den 288 Amperestunden, die ich ja erwähnte, müssen die ja praktisch auch wieder zurückkommen ne? in einer gewissen Zeit. Wir reden dann immer so zwischen ein und zwei Tagen, damit die Energiebilanz ausgeglichen ist. Und die Frage muss man sich stellen, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ganz konkret, wenn man das einfach mal ausrechnet, dass über eine Zeit von 24 Stunden ca. 12,5 Ampere wieder zurück in den Akku fließen müssen. Bei unseren Lithium-Akkus kann man den Poikat-Faktor, ich vereinfache mal ähm, das als und nenne es einfach Verlustfaktor, den kann man vernachlässigen. Äh, wir haben ihn mit 0,1 eingestellt, aber ähm, spielt im, im Grunde keine große Rolle. Und deswegen, wenn man das jetzt mal nachrechnet, kommen wir hier auf eine Sicherheitshalber 12,5 Ampere, die wir in 24 Stunden auf unsere Lithium-Akkus wieder einspeisen müssen. Ich erinnere an unsere vorhandenen Energiequellen. Gut, Landstrom knipse ich jetzt mal aus, weil ich möchte ja unabhängig sein. Wir haben dann den Dieselmotor mit, der, mit unserem Generator. Wir haben im Prinzip den Silent Wind und unsere 70 Watt oder WP-Solaranlage zur Verfügung. Ja, das bringt auch ein bisschen Strom. Der Windgenerator der dreht sich ab 15 Knoten und liefert dann statistisch gesehen 3 Ampere. Bei 20 Knoten sind es schon 6 Ampere, die, die er liefert. Bei 25 Knoten geht das schon etwas exponentiell hoch, bis zu 10 Ampere, die dann stabil reinkommen in den Akku. Und die Solarpaneelen, ja, die liegen bei uns etwas ungünstig an Deck. Die sind ab und zu auch mal etwas abgeschattert, liefern daher statistisch gesehen ungefähr 3 Ampere pro äh, Sonnenstunde. Und äh, das sind alles Durchschnittswerte, mit denen man aber äh, doch konservativ rechnen kann. Also ich habe da immer meine konservative Kalkulation rausgezogen. Und äh, ich, äh, das wird jedem klar sein, kann mit diesen Ressourcen natürlich meine Energiebilanz nicht ausgleichen. Und bei einer konservativen Annahme müssen doch zusätzlich noch 300 Ampere Stunden äh, durch Solargänzung zum Beispiel täglich wieder in die Akkus reinströmen. Und diese Frage haben wir uns sehr, sehr ausführlich gestellt. Im Grunde ging es darum, ja, äh, gewinnen wir jetzt die Energie aus Solarenergie oder gibt es andere Quellen wie zum Beispiel den Dieselgenerator? Und das war im Prinzip die entscheidende Frage. Und ich gehe da einfach mal so ein bisschen drauf ein, was denn die Fakten so hergeben, die dann auch zu der Entscheidung geführt haben. Wir reden über 300 Ampere Stunden. Das sind im Grunde umgerechnet in Leistung 4000 Wattstunden, die wir praktisch benötigen. Und äh, wie viel Energie sich aus Solar und Wind an unterschiedlichen Standorten in der Welt gewinnen lassen, habe ich bereits 1997 in meiner Diplomarbeit im Fach Elektrotechnik an der Humboldt-Universität schon ermittelt und recherchiert. Sicherlich ist die Technik heute vom Stand viel weiter. Und äh, deswegen habe ich auch... Ähm, äh, einige Erfahrungsberichte aus dem Internet äh, zusammengeführt zu einem Wert, mit dem man dann doch eine ganz gewisse konservative Annahme treffen kann. Und ich habe mich dann entschieden, äh, einfach damit zu rechnen, dass in sonnigen Gebieten eine Solaranlage mit 100 WP eine Leistungsausbeute von ca. 500 Wattstunden erreichen kann. Ich habe damit kalkuliert und äh, habe mich auch sehr wohl gefühlt. Das bedeutete letztendlich für uns auf der Manatee, äh, dass wir eine Solarfläche benötigen, ja, von ca. 800 WP. Und jetzt kann ich sagen, äh, ich befinde mich ja auf Langfahrt. Ich, äh, wir kommen mit, mit unterschiedlichsten äh, Booten, Bootseignern in Kontakt. Und äh, es ist immer interessant zu sehen, äh, diejenigen, die sich für Solar entschieden haben, die haben auch diese 800 wp Plus sage ich mal an Bord, ja, riesen Geräteträger hinten drauf, wunderbar, vier dicke fette Solarpanels drauf mit a 200 WP Klasse ergibt 800, dann haben sie vielleicht noch das ein oder andere, die ein oder andere Quelle, dann ist man autark definitiv, das kann man so sagen. Bei uns auf der Manatee wäre es so gewesen mit 800 WP sprechen wir über eine Fläche von fünf bis sechs Quadratmeter, die man eigentlich zur Verfügung stellen muss, ja die man zur Verfügung stellen muss. Und die möglichst natürlich nicht im Schatten irgendwelcher Segel oder des stehenden Gutes liegt, sondern möglichst, ja, wo soll es sein, am Heck <laughs> angebracht ist. Ähm, schöner, dicker Geräteträger am Heck, äh, obendrauf die Panels, ja, wunderbar, das funktioniert. Ja, da kam bei uns doch eine Reihe von Fragen zustande, die wir äh, miteinander diskutiert haben. Zum einen äh, muss man wissen, die Manatee kam mit sehr stabilen Davids daher. Die Davids, äh, ja, ist, äh, die sind für uns wichtig. Wir hängen unser Boot dort äh, sicher ran. Wir verstauen unser, unser doch schweres Karibboot mit Motor an den Davids. Von der Optik her sieht es auch ganz gut aus, finde ich. Also, Mittelcockpit-Yacht mit Davids und Boot hinten dran ist auch eine ästhetische Frage, ist eine Frage der Sicherheit. Wenn wir auf Passage sind, montieren wir den Motor ab, befestigen unser Boot im Prinzip so, dass es auch ablaufen kann. Und also, wenn Wasser eindringt, kann es wieder ablaufen. Ist eigentlich gesamtkonzeptionell gesehen doch eine ganz feine Sache und wir möchten es gar nicht so missen. Ja, dann stellten wir uns mal die Frage: Was ist denn eigentlich, wenn wir ja in einer Ankerbucht liegen und man hat mal so ein, anderthalb Wochen äh, bedeckten Himmel, es weht kein Wind? Ähm, woher kriegen wir denn eigentlich unsere Energie? Dann stellte sich die Frage: Wenn wir über einen Geräteträger nachdenken mit äh, Solarpanels, Solar, Solarpanelen auf dem Träger, Ganze Verkabelung. Wie wirkt sich denn das aus bei, bei doch stärkeren Windstärken? Also wir reden vielleicht auch mal über einen Sturm, der in einer Ankerbucht aufbraust oder auf einer Passage. Wie wirkt sich das aus auf, auf das Schiff? Welche Bewegung äh, führt das dann aus und so weiter und so fort? Nicht zu vernachlässigen war natürlich auch die Kostenfrage. Was kostet eigentlich so ein Träger? Was kosten die Paneelen, die Kabel, die Ladegeräte? Wir kalkulierten da auch mit mehreren tausend Euro, wobei die große Variable immer die Anfertigung des Geräteträgers für uns war, beziehungsweise die Integration Geräteträger mit unseren vorhandenen Davids. Und da wir natürlich auch einen gewissen ästhetischen Anspruch verfolgten, wäre das Ganze nicht ganz billig geworden. Und am Ende des Tages kamen wir so auf ein Budget von ca... Naja, 10.000 Euro für die Solarvariante. Ja, nach all den Überlegungen haben wir uns doch gedacht, ja, erstens haben wir Platz im Motorraum. Zweitens... Unsere Dieselkapazität mit doch 570 Litern ja, sprechen eigentlich dafür, noch einen Generator zu installieren, ein Dieselgenerator zu installieren, der dann eben äh, aus diesem Dieseltank gespeist wird. Äh, zudem haben wir uns auf der Düsseldorfer Boot, auf der wir regelmäßig zu Besuch waren, auch äh, ziemlich häufig beim Fischer Panda stand wiedergefunden <laughs> und äh, immer das kleine Modell, was da ausgestellt war. Es waren meistens äh, 4000er oder 5000er Modelle in den letzten Jahren ausgestellt und die liefen dann auch mal in so einer äh, Plastikbox, wurden die doch betrieben, die Dinger. Und man konnte sich äh, von, von der Laufruhe und auch äh, davon überzeugen, dass die Vibrationen doch äußerst gering sind, wenn das Ding im Betrieb ist. Ich hatte das immer in einer sehr guten Erinnerung. Also Fischer Panda, kleiner Generator, macht nicht viel Lärm, verbraucht nicht viel. Also das schwebt bei mir immer so im Hintergedanken mit. Und ich kann heute auch aus meiner Erfahrung mal berichten, also wenn ich am Morgen unseren Generator einschalte, um Kaffee zu kochen, und gleichzeitig den Wasserboiler aufzuheizen und gleichzeitig die Akkus zu laden. Dann blubbert das Gerät gemütlich los in unserem Motorraum und Heike liegt meistens noch im Bett und dreht sich um und schläft einfach weiter. Und das finde ich ist doch ein schönes Merkmal, wie beruhigend so ein Generator auch wirken kann. Insofern, also uns stört der Krach überhaupt nicht. Vibration macht er fast gar nicht. Wenn wir an Deck sitzen, also im Cockpit sitzen, hören wir höchstens am Abend das äh, leise Plätschern des Wassers. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit, äh, mit solch einem äh, Silent äh, Silencer, so heißen die Geräte, das Wasser direkt abzuleiten und äh, die Abgase im Prinzip dann über den normalen Abgasschlauch auszuführen. Wir haben uns äh, noch nicht dafür entschieden. Wir haben das Gerät zwar an Bord, aber das bedarf dann noch einiger Durchbrüche an unserem Schiff. Und äh, das haben wir erstmal liegen lassen. Wir wollten erstmal die Erfahrung so sammeln. Und das möchte ich euch ganz gern wiedergeben. Also, ähm, uns stört das Gerät überhaupt nicht. Manchmal vergessen wir sogar, dass der noch läuft, äh, weil er einfach so gemütlich daher blubbert und <laughs> unsere Akkus vorlädt. Meistens sind die dann auch schon voll. Ja, aber ähm, das stärkste Argument für diesen Generator, und das reflektiert auch so ein Stück weit die Erfahrung, die wir damit gesammelt haben, ist, dass wir bei Bedarf also wann immer wir den Bedarf haben, Strom zu benötigen, 230 Volt zu benötigen, der steht uns auf Knopfdruck zur Verfügung. Also das ist einfach genial. Drückst aufs Knopf, auf den Knopf, Generator springt an, schaltest den Schalter letztendlich um. Landstrom und Generator muss ja voneinander getrennt werden, auf jeden Fall. Und zack, wir haben Strom an Bord. Genial. Dazu kommt dass der Generator ja auch seinen Platz in unserem üppigen Maschinenraum gefunden hat und daher auch nochmal doch kann man sagen sehr sehr gut schallisoliert ist, weil der Maschinenraum ja generell jedenfalls auf der Bavaria Ocean äh, doch grundsolide isoliert ist und ähm, daher denke ich mal ja macht sich so ein Wohlbefinden bereit. Mal zum, Ty so, mal zum Typ des Generators. Wir haben uns ganz bewusst für einen Fischer Panda 4000S Neo entschieden. Ähm, Im Grunde gab es äh, zu der Zeit 2020 äh, diesen Generator als Auslaufmodell noch, äh, der war noch verfügbar. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Und es gab das äh, damals aktuelle Einstiegsmodell, den Panda 5000 i Neo. Diese beiden Modelle unterscheiden sich ähm, im Wesen äh, da von dass der 4000s eine feste Drehzahl hat und der 5000i eine variable Drehzahl. Meine Überlegung war einfach die, äh, bei der Leistung 3,4 kW, ja, da schalte ich den äh, Wasserboiler ein, da schalte ich äh, unser Mars-Kombi ein, um die Akkus zu versorgen. Vielleicht noch ein Victron dazu und dann schalte ich äh, die Kaffeemaschine an oder den Wassermacher oder die Herdplatte, beziehungsweise bei Wassermacher und Herdmat äh, äh, Induktionsherd schalten wir praktisch den Wasserboiler wieder aus. Ähm, da läuft der Generator eh. An einer gewissen ja, Leistungsperformance von 70, 80 Prozent. Das kann man so sagen. Und ähm, da ist eine, eine variable Drehzahl auch ja, wenig sinnvoll an der Stelle. Ne? Bei den doch größeren Modellen, sagen wir mal 6 kW oder vielleicht 12 kW, diese Generatoren, da halte ich das für sehr äh, wichtig, dass man auf eine variable Drehzahl setzt, weil diese Generatoren ja nie an ihrer Leistungsgrenze oder im oberen äh, prozentualen Bereich der Leistung arbeiten, sondern die, äh, da zieht man einfach die Leistung raus, die man gerade braucht. Und äh, dann ist es sinnvoll, dass der Generator sich dann auf Bedarf auch äh, eine andere Drehzahl wählt und damit den Spritverbrauch, also den Dieselverbrauch reduziert. Äh, sehe ich bei den kleinen Modellen nicht als notwendig. Habe mir da auch meine Gedanken gemacht. Und äh, von dem Modell 4000s zum Modell 5000i war es ja ein Preisunterschied von ca. 1000 Euro. Insofern ganz klare Entscheidung für das ältere Modell. Äh, das gute alte ausgereifte Modell sozusagen, was ich auf der Boot schon besichtigt und gehört habe. Irgendwie war meine Emotion, ging in die Richtung. Und ich kann heute berichten, äh, der Generator verbraucht ca. 1 Liter Diesel pro Stunde. Ich vergleiche dazu immer die Tagestankanzeige von, ja, mit, mit den Motorstunden und in den meisten Fällen gucke ich da so nach 25 Betriebsstunden mal rauf und da kommt man ganz gut klar, nach 25 Betriebsstunden fehlt so etwa ein Viertel der, der Tagestankanzeige und das passt dann sehr gut zusammen ne, mit 110 Liter Tank der ja jetzt nie hundertprozentig voll ist. Letztendlich lasse ich immer oben noch einen kleinen Spalt. Aber wenn dann ein Viertel nach 25 Betriebsstunden fehlt, dann weiß ich, okay, eine Stunde pro Liter, das ist akzeptabel, aus meiner Perspektive zumindest. Kommen wir mal auf die 288 Ampere Stunden Tagesverbrauch, die wir ja. ja Erstens aus den vorhandenen Quellen mit dem Silent Wind und unserer kleinen Solaranlage äh, versuchen auszugleichen, was natürlich nicht geht. Also muss der Generator noch zusätzlich laufen und statistisch gesehen muss der im Prinzip vier Stunden am Tag noch äh, Strom mitliefern, damit wir eine ausgeglichene Bilanz haben. Das kann man hinziehen bis zu drei Tagen äh, oder vielleicht auch vier Tagen, bis der Lithium-Akku dann mal so 20% erreicht hat dann sind es halt keine vier Stunden, sondern es sind dann unter Umständen auch mal zwölf oder sechzehn Stunden, die der Generator laufen müsste, um die komplette Bilanz auszugleichen. Das muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man so einen hohen Strombedarf hat wie wir. Wenn der Strombedarf auf anderen Booten geringer ist, Glückwunsch, wunderbar. Dann äh, reden wir vielleicht äh, nicht von vier Stunden am Tag, sondern von ein, zwei oder drei Stunden am Tag, die solch ein Generator laufen muss. Beziehungsweise man redet eben von äh, Solaranlagen, die etwas äh, kleiner äh, dimensioniert sein könnten. Äh, darüber muss man sich dann im Detail Gedanken machen. Mh, für jeden Bedarf gibt es hier eine Lösung. Und äh, das ist unser Bedarf und das ist unsere Lösung, die ich praktisch hier präsentiere. Ja, ähm, ich hatte ja gesagt, dass es mir von Anfang an auch konzeptionell wichtig war, dass wir im Prinzip den Strom, den wir verbrauchen, auch gut wieder auf die Akkus bringen. Und da komme ich jetzt mal ein Stück weit auf unser MasterVolt-Gerät, unser Ladegerät inverter Mars-Kombi, also es ist ein Kombi-Gerät letztendlich, was beide ähm, Funktionen erfüllt. Die genaue Bezeichnung von diesem Gerät ist 12-2200, 100 und dann nochmal Schrägstrich 230 Volt. Die Zahlen stehen im Grunde für 2.200 Watt in Wärterleistung. Äh, Im Handbuch ist angegeben, dass bei 25 Grad Celsius äh, circa 2500, äh, Quatsch 2.150 Watt in abgerufen werden können und bei 40 Grad Celsius es schon etwas runtergeht, aber aus meiner Perspektive auch realistischer ist. Äh, da reden wir hier noch von einer Inverterleistung von 1.800 Watt. Die 100 äh, stehen für 100 Ampere Ladestrom. Auch hier im Handbuch ist verzeichnet. Bei 25 Grad Celsius Gerätetemperatur äh, stehen die wohl zur Verfügung. Ähm, kann das ähm, ja, kann das bestätigen. Also wenn ich früh morgens unseren Generator anmache und wir haben in unserem Salon sagen wir mal eine Temperatur von 20 Grad ne? Nachttemperatur morgendliche Sonne kommt hoch haben wir im Salon 20 Grad die müssen dann auch ungefähr auf unserem Maßkombi äh, sich wiederfinden diese Temperatur und dann geht tatsächlich die Ladeleistung auf den Lithium-Akku gleich so in Richtung 96 98 Ampere hoch das funktioniert tatsächlich allerdings äh, da muss man sehen die realistische Temperatur am Tage bei 30 Grad Außentemperatur da hat man am Mars Kombi ungefähr 40 eher mehr Grad Celsius und laut Handbuch bei 40 Grad Celsius stehen dann nur noch 65 Ampere Ladestrom zur Verfügung deswegen kalkuliere ich auch und das ist auch meine Beobachtung äh, auf dem Batteriemonitor also alles so zwischen 40 und 60 Ampere ist realistisch, das ist der realistische Ladestrom, den praktisch solch ein äh, Laderegler mit äh, einer angegebenen ähm, ja mit einem angegebenen Ladestrom von 100 Ampere liefern kann. So. Der Vollständigkeit halber muss ich hier noch erwähnen, aber da gehe ich dann doch viel detaillierter drauf ein, wenn ich über das Projekt Lithium Akku rede, dass wir noch weitere Ladegeräte nutzen. Das hat auch was mit Redundanz zu tun und mit Ausfallmöglichkeit eines Ladegerätes. Da möchte ich gern sicher sein, dass ich noch weitere Ladegeräte an Bord habe. Ähm, diese Geräte unterstützen natürlich dann auch nochmal ähm, in, in Form von Ladestrom, was den Lithium-Akku betrifft. Aber die Details äh, auch zu der Dimensionierung Ladegeräte äh, versus äh, Lithium-Akku, aber auch ähm, Drehstromlichtmaschine am, am Dieselmotor versus Lithium-Akku, solche Dinge, die kläre ich mal auf in meinem nächsten Podcast das würde jetzt hier zu weit führen. Aber mal zurück einfach zu ganz alltäglichen äh, Nutzungsbeispiel, wir sind ja noch bei unserem Generator als Energiequelle. Ja, im Grunde äh, muss man so ein bisschen abschätzen, äh, wie man das ganze auch nutzt. Wir nutzen diese Energiequelle zum Laden der Akkus. Wir kochen unseren Kaffee frühmorgens. Die Kaffeemaschine wird angeworfen. Nebenbei, also parallel, heizen, heizen wir den Wasserboiler mit an. Wunderbar, das funktioniert. Und meistens lassen wir unseren ähm, Generator dann auch noch äh, eine Stunde oder länger laufen. Am Morgen und am Abend ähm, wird der Akku, äh, wird der Generator wieder eingeschalten und dann kochen wir elektrisch. Äh, wenn wir elektrisch gekocht haben, schalten wir danach den Wasserboiler noch ein. Und wenn wir im Cockpit äh, zu Abend essen, letztendlich stört uns äh, der Generator also von der Lautstärke und auch von der Vibration überhaupt nicht. Also wir merken es gar nicht, außer vielleicht das bisschen Plätschern hinten. Man hat ganz andere Geräusche, die man wahrnimmt, letztendlich in so einer Ankerbucht. Insofern äh, ist das dann so, so ein alltägliches Nutzungsbeispiel. Also früh morgens ein, zwei Stunden, abends vielleicht äh, zwei, drei, vier Stunden muss man, also zwei, drei Stunden. Und dann haben wir eine ausgeglichene Bilanz. Und wenn wir unsere Bilanz nicht ganz ausgleichen, ist das ja auch nicht dramatisch. Wir, wir wollen ja auch, äh, auch noch Wasser produzieren. Und äh, wir haben. 560 Liter Bunkerkapazität äh, Wasser letztendlich. Das ist natürlich auch begrenzt. Äh, ich sage auch ganz offen: wir, wir waschen auch Wäsche mit unserer kleinen Waschmaschine an Bord. Das tun wir auch am Ankerplatz. Und äh, das muss man halt so ein bisschen organisieren. Das heißt, äh, wenn unser Lithium-Akku mal wieder einen Stand hat von, sagen wir mal, 40 Prozent, dann ist das doch ein perfekter Waschtag, wenn das Wetter auch noch mitspielt. Und dann planen wir ein: okay, heute wird Wäsche gewaschen, das heißt, Generator an, Wassermacher an. Wassermacher produziert schon mal Wasser, wie gesagt, so ungefähr 130 Liter pro Stunde. Die Waschmaschine verbraucht Wasser und wenn wir dann unsere 560 Liter Kapazität vielleicht auf 80 Prozent runtergefahren haben, ja, dann müssen wir den Akku schon, den, den Generator schon eine Weile betreiben, um unsere Tanks wieder voll zu bekommen mit dem Wassermacher. Aber das geht dann einher mit einem Tag. Waschtag sozusagen, wo der Generator läuft, wo der Wassermacher läuft und dann hat man ja die Akkus voll, die, die Tanks sind wieder voll, die Wäsche ist sauber. Das ist ja wie so ein Hafentag letztendlich, aber wir liegen nicht im Hafen, sondern immer noch am Anker und sind wunderbar autark in dieser Situation. Aber um das mal statistisch etwas äh, noch zu erfassen, was das bedeutet, und zwar äh, runtergerechnet auf eine Woche letztendlich. Ne? Wir liegen eine Woche am Anker, das bedeutet ganz konkret, äh, wir gehen von circa 32 Stunden Generatorbetrieb aus ne? und können mit diesen 32 Stunden aber auch jegliche äh, Komfortbedürfnisse äh, befriedigen und wir haben keine Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Wenn jemand einen anderen Komfortbedarf hat, und wir sind da doch schon ziemlich anspruchsvoll, was zumindest den Stromverbrauch angeht, da kann man natürlich noch reduzieren, auf jeden Fall. Aber diese 32 Stunden Generatorbetrieb, das ist so unser Schnitt. Das bedeutet letztendlich, dass wir ja dann auch 32 Liter Diesel verbrauchen pro Woche. Ich erinnere mal dran, wir haben ja eine Kapazität von 570 Liter äh, bei 100% äh, gefüllten Tanks. Aber in einer Woche Autarkie letztendlich äh, reden wir über 32 Liter Dieselverbrauch. Und wenn man da auf die Kosten schaut, kann man sagen, das äh, sind so ungefähr 50, ja, äh, 60 Euro, äh, die das auch kostet. Jetzt frage ich euch, ja klar, ihr wisst selber, was ein, ein Liegeplatz im Hafen kostet. Mittelmeer utopisch, ähm, Atlantikküste geht, geht noch, gibt so ein paar Schnäppchenhäfen, aber 50, 60 Euro in der Woche, das ist glaube ich nicht zu toppen. Und äh, durch die Kapazität unserer Tanks ist es natürlich auch durchaus realistisch, ihr erinnert sich an die Zielsetzung ein bis zwei Monate völlig unabhängig, also autark, äh, mit unserem Boot irgendwo in einer Bucht zu liegen. Das ist möglich. Eher länger. Aber dann müssen wir halt auf unsere Diesel-Tankanzeigen äh, schauen und müssen äh, kalkulieren, wie viel da noch äh, drin ist und anfangen darüber zu nach, äh, nachzudenken, wie wir jetzt aus unserer schönen Ankerbucht heraus unsere Tanks mit Diesel wiederfüllen können. Manchmal ist das einfach. Mit kurzen Wegen verbunden. Manchmal ist es auch schwierig und da muss man dann schon äh, genau planen und einen längeren Weg einplanen und das sind eben die Gedanken, die man sich dann machen muss. Ne? Aber die Zielsetzung, ein bis zwei Monate Autarkie, denke ich mal, ist mit unserem äh, Generator äh, gelöst. Jo. Vielleicht noch ein paar Worte zum, zur Beschaffung des Generators. Ich habe äh, mir da mehrere Angebote eingeholt aus Spanien, aus Portugal, aus Deutschland. Interessanterweise war aus Deutschland ähm, das Angebot am günstigsten, nebst Lieferung auf einer Palette nach Lissabon. Ich habe äh, 6.500 Euro bezahlt inklusive der Lieferung und inklusive eines kompletten Installationskits. Das Installationskit kann ich nur empfehlen, mitzuordern, wenn man einen Generator installiert. Das enthält im Prinzip alle wichtigen äh, ja, äh, Teile, die man benötigt, um den Generator zu verbauen. Ne? Also den Auspuff, die ganzen Schläuche, die Schellen, die kleine Dieselpumpe und, und, und. Das ist da alles drin. Auch so ein äh, Listener, so wird das Ding genannt, äh, von Fischer Panda, wo man im Prinzip äh, den Abgasstrom wieder auftrennen kann zwischen Wasser, welches man dann praktisch, äh, ja, unter der Wasserlinie rauslässt und den Abgasen, die man über der Wasserlinie rauslässt. Das enthält dann so ein Installationskit. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe den Einbau komplett selbstständig durchgeführt. Das hat mich ungefähr eine Woche gekostet. Ja, ich habe mir da auch Zeit gelassen, habe das alles äh, sehr in Ruhe äh, auf unserem Schiff im Hafen von Lissabon in der äh, Expo Marina hinten im Osten erledigen können. Den Generator selbst habe ich äh, durch eine Krankonstruktion mit unserem Baum durch unseren Niedergang gehoben. Da habe ich mir allerdings äh, etwas Unterstützung äh, geholt von ganz lieben Marineros äh, bei uns im Hafen. Zwei Marineros haben mir da geholfen, den Generator praktisch vom Steg in das Fundament äh, zu transportieren. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert, war eine anstrengende Kraftarbeit. Aber es hat funktioniert und in Vorbereitung, ja, es könnt ihr schon so ein Stück weit erahnen, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ja, wie befestige ich den Generator, wie gestalte ich das Fundament im Motorraum. Ich zeige euch da einfach mal die Bilder im Anschluss hier auf meiner Seite www.yachtgutachten.eu. Auf meiner Podcast-Seite könnt ihr da noch ergänzende Informationen einfach abrufen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir und dann können wir da gern drüber reden, diskutieren. Ähm, eine Sache ist wichtig, wenn man diesen Einbau selbstständig durchführt, ist es äh, danach notwendig, eine Panda-Vertretung zu finden. Äh, Panda ähm, agiert ja weltweit letztendlich, also Fischer Panda hat äh, weltweit äh, Vertretungen, äh, Vertriebszentren, aber auch Servicezentren. Und in Lissabon gab es auch eine Vertretung und äh, da musste ich einen Termin mit denen machen und die kamen dann zu mir an Bord und haben letztendlich ja diesen Einbau begutachtet äh, nach einem gewissen Kriterienkatalog, waren da wirklich streng, haben das sich alles angeguckt, haben das ausprobiert. Ne, das gehört auch eine Funktionsprüfung äh, dazu, Unterlast und so. Und dann äh, gibt er das Protokoll weiter an Fischer Panda in Paderborn und dann gibt es irgendwann das Garantiezertifikat. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann ein Garantiezertifikat bekommen. Da war ich ganz stolz, weil meine Einbauten ja doch alle so akzeptiert wurden. Und ähm, das müsst ihr mit einkalkulieren. Das kostet auch ein bisschen Geld in Portugal. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich war es, glaube ich, so 150 Euro. Ich habe dann bei dem Service allerdings gleich noch die ganzen Wartungssätze mitbestellt für die doch nächsten Jahre. Also komplette Wartungssatz für fünf Jahre zum Beispiel, dann noch einen kleinen Wartungssatz. War mir einfach wichtig, dass ich das an Bord habe, weil der Fischer Panda äh, wird von mir jetzt natürlich auch selbstständig gewartet. Ne, dazu gehört Ölwechsel, Impellerwechsel, äh, kleiner Dieselfilter muss gewechselt werden, der Luftfilter muss gewechselt werden. Der, der Ölfilter selbstverständlich. Und das sind so die Dinge, die sollte man dann an Bord haben beim Betrieb. Und äh, wenn wir den äh, in der Woche mit 32 äh, Stunden betreiben, dann geht es doch recht schnell, dass die 150 Stunden äh, Wartungsintervalle erreicht werden. Insofern gute Wartung für den Fischer Panda heißt für uns äh, gute Energie und viel Komfort. Ja, ich denke mal, soweit, so gut. Die Investition in den Einbau unseres Dieselgenerators haben wir bis heute ähm, in keiner Sekunde bereut. Er ist für uns absolut zuverlässig bisher und liefert uns, und das hatte ich ja schon gesagt, auf Knopfdruck Strom. Und das ist eine tolle Situation, ein tolles Gefühl, ähm, doch unserem Unabhängigkeitsstreben mit unserem Boot doch lange... Schöne Buchtenatmosphäre zu, ja, zu äh, inhalieren. Und äh, daher kann ich nur sagen, wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung. Lösung Dieselgenerator auf unserer Manatee. Und äh, das soll es dazu auch gewesen sein in meinem Podcast Brote und Technik. Und falls ihr Fragen habt, Hinweise, was auch immer euch auf der Seele brennt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Webseite www.yachtgutachten.eu. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen: Liebe Grüße von der Segeljacht Manatee hier aus Porto Santo, euer Frank.